Wie sehr kann die Türkei noch unser Partner sein? Also ich finde, Erdogan und Erdogans Türkei kann kein Partner sein, weil alles, was an Rechtsstaatlichkeit, an Demokratie und Menschenrechten dort umgekrempelt wird und abgeschaltet wird, das kann keine Partnerschaft sein. Wenn man sich ernst nehmen möchte in Sachen Wertegemeinschaft, Europäische Union, und das heißt nicht christlich-abendländischer Club, was die CSU lange gesagt hat, diese Auffassung teile ich nicht, aber ich sage eins. Ich sage, wenn die Voraussetzungen für die Fortsetzung von Beitrittsgesprächen mit EU-Beitrittskandidaten Fortschritte sind, wie die Kopenhagener Kriterien, Fortschritte in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, dann muss ich doch mal endlich zur Kenntnis nehmen, dass doch offensichtlich wir Rückschritte haben in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Türkei. Herr Yeneroğlu kann zwar hier groß behaupten, dass das alles rechtsstaatlich passiert, alle unabhängigen Juristenvereinigungen, Richterverbände in der Türkei sagen, es gibt keine unabhängige Justiz hier. Und ich selbst, die selbst oft da als Prozessbeobachterin dort war, auch beim Prozess gegen Can Dündar, den Journalisten, der ja zu 6 Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Mörderbanden in Syrien aufgedeckt hat und öffentlich gemacht hat. Da sollten Sie mal darüber hier Rede und Antwort stehen, warum Ihre Regierung und Ihr Präsident Sie Terroristen in Syrien Sie, bewaffnet, finanziert worden, und unterstützt. Sie unterstützen wegen Geheimnisverrat. Wir haben, aber Entschuldigung, ein Punkt noch, Frau Illner. Frau Dardenne, ehrlich gesagt, ich finde es klasse, wenn wir auf meine Fragen antworten. Ja, wenigstens in dem zweiten Drittel dieser Sendung. Geben. Wenn ich sage, die Kriterien sind Fortschritte und da sind Rückschritte, da versteht jeder dreijährige Junge davon, dass Rückschritte das Gegenteil von Fortschritten sind. Sie unterdrückt dabei, dass Can Dündar freigesprochen wurde vom türkischen Verfassungsgericht. Er wurde nicht freigesprochen, er wurde freigelassen. Er wurde freigesprochen. Nein, natürlich. Er wurde von diesen Vorwürfen freigesprochen. Es sind andere Vorwürfe. Deutsche Steuergelder. Ich möchte nicht, dass diese Vorbeitrittshilfen weiterhin an die Türkei gezahlt werden, weil dadurch der Amoklauf von Erdogan gegen die Kurden, gegen Opposition etc. pp. Unterstützt wird und er dadurch gestärkt wird. Und einen letzten Punkt noch. Ich fordere auch Sanktionen beispielsweise gegen Ihren Präsidenten. Das habe ich auch bei der... Ja, wir fordern die Sanktionen gegen Ihren Präsidenten. Ich finde, bei dieser Situation jetzt muss man wirklich ein echtes Zeichen setzen. Wie äußern Sie sich bei der Hamas, Herr Yeneroğlu? Das können Sie machen, auch damit wirklich. Merkel muss aufhören, nur zu mahnen, sondern sie muss auch machen. Die Bundesregierung ist in der Pflicht, Herr Scheuer. Sie werden mich an Ihrer Seite haben, wenn Sie auch das ernst meinen in der Regierung, was Sie sagen. Sanktionen...